Und deshalb kann man auch sagen, du bekommst diese einmalige Chance, um zu erproben, dass du kapierst und die Transformation vollziehst von dieser eingeengten, mortifizierten, plastifizierten, auf ein einziges Objekt fokussierten Körperwelten, diese wieder zu erweitern und die ausgedehnteren Äußeren auf anderes sich noch richtenden, aber unbesetzten Ausdehnungswelten wieder zu erobern, als auch die inneren, ebenfalls unbesetzten Körperwelten wieder zu entdecken, nebst deiner Programmierung auf das einzige unerreichbare Objekt hin, das umso mehr erreicht zu werden versucht hat, als es immer wieder entgleitet, während es für die andere Seite freilich eine andere Herausforderung dann geben müsste, nämlich den einzig besetzten Prozessdurchlauf, der immer schon das Transformationsgesetz der Außenwelten und der Innenwelten in einer Schlange, die sich wie das Unendlichkeitszeichen oder das Möbiusband selber umschlängelnd am Ende wieder in den Schwanz beißt, um in diesem Karussell des Durchlaufs die Aufgabe zu erfüllen. Da würde es das Gegenteil bedeuten, eine Erweiterung dieses eng geführten auf ein einziges heraklitisches, prozessuales Entgleiten. Noch hinzugefügt, infügtes Erleben, eine Erkenntnis des Zerhackungsprozesses, des Signifikationsprozesses, der aus dem gleitenden Signifikanten etwas herauszuschlagen, etwas festzuhalten, etwas dingfest zu machen versucht. So wie das Edith Seifert sagt, also dazu zu gehören, auch zum symbolischen Zerhackungs-, Zerstückelungs-, Bewusstseins-Produktionsakt, der aus Signifikanten Signifikate macht, Bedeutung, Tröstung, Metaphern zu erschaffen versucht aus den Metonymien. Und somit die andere Seite des Tödlichkeitsprozesses, des Mortifizierungsprozesses auch zu erkennen in seinem Pendeln, in seinem unterschiedlichen Strömen vom hochenergetischen, hochfrequenten Gleitwechselstrom, dann zerhackt durch das Bewusstseinsfeld des niederfrequenten, niederenergetischen Wechselstroms, um in diesem Hin- und Herpendeln erst bewusstes Bewusstsein, eine Bewusstwerdung zu erschaffen, sprich die hysterische Abwehrform, in der der Inhalt verworfen wurde und der Affekt, die Bewegung, das Gleiten behalten wurde, eben diesen vergessenen Inhalt wieder einzuführen. Während die andere Seite der Knilche, der Iltisse, umgekehrt den verworfenen Affekt, die verworfene Empfindung, das verworfene Besetztwerden
wieder erobern, wieder erinnern muss, aber nicht den bewahrten Inhalt des Tödlichen, des einzig Mortifizierten, des einzigen immer traumatisch wiederholten Verlusts, des tödlichen Auswurfs am Anfang dieser Fixierung.